Wir lieben Kochinteressiertinnen und interessierte, begeisterte Zuschauer, die vielleicht gelangweilt sind und dann denken, schaue ich mir doch ein Kochvideo an, auch gut. Und alle, die kochen lernen möchten, heute gibt es ein Rezept, das ich wieder mal liebe. Es ist einfach so. Da gibt es auch tausende Rezepte. Ich finde, ich habe eines der besten. Ich verrate euch jetzt mein Geheimnis, nämlich von Topfenknödel. Topfen ist Quark. Quarkklößchen, glaube ich, sagt man da in manchen Gebieten. Topfenknödel, also man könnte sie füllen mit Zwetschgen oder Marillen, klassisch, Aprikosen. Aber jetzt ist noch nicht die Saison. Und ich könnte sie jetzt auch füllen mit einer Dattel-Nuss-Schokolade-Füllung. Das war mir jetzt ein bisschen zu aufwendig. Außerdem bin ich da nicht so der Freund, wenn es so heiß draußen ist. Deswegen machen wir jetzt Mini-Knödelchen. Und dazu habe ich so ein bisschen Zwetschgen-Kompott vom letzten Jahr und das esse ich dann so dazu. Was ich brauche, sind folgende Zutaten. Quark, also Topfen, und zwar am besten 40%iger. Ja, ein fetter Topfen, der Geschmack hat, der gut ist und nicht so eine Magerstufe oder so. Das geht einfach auf Kosten von Aroma und von Geschmack. Was ich auch brauche, ist Zucker, Eier. Also ich habe das Glück von meinem Nachbarn, Butter, ein bisschen Zitronenzeste, 1 bis 2 Zentiliter Rum, also 2-3 Esslöffelchen und dann selbst geriebene Brösel vom alten Brot, was ja viel besser ist. Erstens verschwendet man es dann nicht und dann erspart man sich natürlich den ganzen immensen Aufwand der Verpackung, der Energieverlust, wenn man selber fertige kauft. Und hier wisst ihr, was ihr habt. Da könnt ihr das Brot aussuchen. Das ist ein 3-stufig geführtes Sauerteigbrot. Besser geht's also nicht. Wir fangen damit an, dass wir eine Butterzucker-Eimischung machen. Ja, jetzt fragt ihr mich nach einem Rezept. Wie viel? Ich weiß es nicht. Ich bin mir sicher, in einem meiner Kochbücher gibt es ein Rezept. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, in welchen. Wenn ihr völlig verzweifelt seid, dann werde ich euch eins raussuchen. Ansonsten gebe ich jetzt einfach Butter und Zucker dazu. Also jetzt nicht mal übertreiben. Normalerweise habe ich das immer für 40, 50 Leute gemacht. Deswegen wird das jetzt spannend, ob ich das noch so hinkriege. Ich trenne die Eier, ganz wichtig. Und ich habe euch ja schon mal gesagt, bei den Nachspeisen immer Eier trennen, dann wird es fluffiger. Die Eigelb gebe ich zu Zucker und Butter. Die Butter ist weich übrigens, ja. Die Butter habe ich schon lang vorher herausgenommen. Es gibt nichts Mühsameres als harte Butter weich zu schlagen. Es verbindet sich dann auch nicht so gut. Also am besten alle Zutaten, Zimmertemperatur. Oh, da hat jemand sogar 2 Dotterchen dran. Ja, gut, das nehmen wir doch. Jetzt bin ich, wie gesagt, ein faules Mädchen und fange an, das Eiweiß zu schlagen. Warum? Weil ich dann den Quirler nicht putzen muss. So eine bin ich. Und was ich dazu mache, ist zu meinem Eiklar, ich gebe ein bisschen selbstgemachten Vanillezucker dazu. So. Na, dann machen wir das mal. Seht ihr, das ist jetzt schön steif. Das stelle ich jetzt kalt gleich. Wenn ihr den Eiweiß, den geschlagenen, zu lange draußen stehen habt, dann verflüssigt er sich wieder mit der Zeit. Dann müsst ihr ihn einfach nochmal steif schlagen machen. Ein Geheimnis bei guten Teigen ist, wenn es nicht gerade ein Mürbteig ist, ein Teig, den man schnell und kalt kneten muss, in der Regel, so bei dieser Butter-Zucker-Einmischung, dass man es lang schlägt. Ja, jetzt ist es, schaut es so aus. Und ich schlage es jetzt ein paar Minuten lang, bis es wirklich heller wird und cremig und mollig und sich der Zucker aufgelöst hat. Ich denke, das ist spitze so. Was ich jetzt reinmache, ist Rum. Und dann mache ich meine Zitronenzeste. Es gibt ja Zitronenzesten-Liebhaberinnen und Liebhaber, ich bin eine davon. Es gibt halt da einfach noch so mal so einen frischen, fruchtigen Ton, den ich sehr mag, gerade bei zuckrigen Sachen. Deswegen muss auch die ganze Zitrone dran glauben.
Aber ich räube wirklich nur bis zum Weiß, nicht darüber, nicht ins Weiß hinein, weil dann wird es ein bisschen bitter. Natürlich ist das eine Bio-Zitrone, ja, die ist ungespritzt und ich empfehle euch sowieso, wie ihr euch vorstellen könnt, wenn ihr mich kennt, nur Lebensmittel, wo ihr euren Körper nicht zum Endlager macht, also ohne Pestizide, ohne Mineraldünger. Ich meine, ich könnte jetzt schon mal so das essen, aber wir machen weiter. Wir geben jetzt den Topfen dazu. Und zwar den ganzen. Eine Prise Salz. Das wird jetzt alles gut gerührt. Es muss eine homogene Masse bilden. Man darf nichts Weißes mehr sehen. Das könnt ihr auch nicht bitte mit dem Mixer machen, weil das kann sich auch der Quark teilen. Ja, mal kosten, ob zu viel genug Zucker drin ist. Es ist einfach jetzt schon sehr gut. Und jetzt kommt der Moment, der alles Entscheidende ist, nämlich die Brösel reinzugeben. Manche geben Stärke rein, manche geben Mehl rein. Ich nehme Semmelbrösel, und zwar grobe Semmelbrösel. Dann brauche ich nicht so viel. Und das ist das Einzige, was wirklich der entscheidende Punkt ist zwischen fluffig und steinhart, jemanden erschlagen können und einen flaumigen Knödel zu haben. Und das ist wirklich schwierig, weil die Semmelknödel ziehen ja noch an. Ich muss sie formen können, also wie ihr seht, das ist natürlich viel zu weich hier. Also gebe ich nochmal ordentlich was rein. Ich soll aber auch nicht zu viele rein geben, weil wie gesagt, diese Semmelknödel tun sich mit Flüssigkeit anziehen und dann kann das sehr schnell betonhart werden. Deswegen Vorsicht, ihr merkt, das zieht schon jetzt ein bisschen an, aber es ist natürlich noch immer viel zu weich, da kann ich überhaupt nichts rühren. Und jetzt kommt der Moment, wenn ich merke, es wird dicker, dass ich jetzt meinen Schnee raushole und mal die Hälfte schon mal unterhebe. Das ist jetzt ein bisschen vorsichtiger, ja. Man darf auch nichts Weißes mehr sehen, weder vom Quark noch vom Schnee. Jetzt schaue ich mal. Zu weich, ja. Ich habe auch noch Semmelbrösel. Also gebe ich noch mehr runter und meinen letzten Schnee. Und jetzt denke ich, brauche ich aber vielleicht auch noch einen Ticken Zucker, weil das ist ein bisschen fad. Sonst den Schnee vorsichtig unterheben, auf keinen Fall mit dem Quirler, auf keinen Fall mit einem Schneebesen. Dann braucht ihr nämlich sonst gar nicht euch die ganze Arbeit zu machen. Fertig ist mein Knödelfüllung. Wenn ich das jetzt so anfasse, dann seht ihr, es ist zu weich. Aber wir lassen das jetzt 15 Minuten stehen. Und ihr werdet sehen, schaut mal, wie weich das jetzt ist, dass das batzig und schmierig ist, dass er anzieht. Und lieber noch einen Ticken zu weich, damit ich nachjustieren kann, als schon jetzt in der richtigen Konsistenz, weil dann wären es auf jeden Fall Betonknödel. Und das will ich nicht. Das ist ja die Kunst, flaumige Knödel zu machen. In der Zwischenzeit, wenn ihr das stehen lasst, könnt ihr das machen, was ich schon das letzte Mal gemacht habe. Und deswegen bin ich auch überhaupt auf die Idee gekommen, weil es bleiben immer so viele Brösel übrig. Hier habe ich ja Brösel angeröstet mit Zucker und mit Walnüssen. Ihr könnt nur Brösel nehmen. Ihr könnt auch eigentlich fast nur Walnüsse nehmen. Ihr könnt auch andere Nüsse, gemahlene, nehmen. Mit Kristallzucker habe ich das angeröstet. Das ist schon kalt, das ist vom letzten Mal. Das hält sich gut, das hält sich sicher noch ein, zwei Wochen. Wenn ihr allerdings, ich habe auch ein bisschen Butter drinnen, dann wird es natürlich mit der Zeit ranzig. Wenn ihr überhaupt kein Fett nehmt, dann hält es noch länger. Das könnt ihr jetzt machen, während der Teig ruht. Und wir sehen uns in 10 Minuten wieder. 10 Minuten sind vergangen. Seht ihr? Das ist, jetzt klebt fast kaum etwas. Inzwischen habe ich jetzt kochendes Wasser, einen großen Topf mit Salz, kochendem Wasser aufgesetzt, Deckelchen drauf, um Energie zu sparen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn es jetzt ein bisschen weich ist, so wie da hier, dann mache ich meine Hände mit Mehl oder mit Brösel, um dem nochmal draußen Halt zu geben. Wenn es jetzt zu hart wäre, wenn ich merke, ah Mist, das ist aber ein harter Teig geworden, dann würde ich meine Hände im Wasser tunken und dann mit Wasser rollen, damit sie ein bisschen weicher werden. Der ist jetzt sehr weich, der Teig, das heißt, ich nehme jetzt Bröselchen, da habe ich ja noch welche. Und dann rolle ich die kleinen Knödelchen, und weil ich sie nicht fülle, mache ich sie kleiner und hübscher.
Da gebe ich jetzt auch Brösel drauf, damit es nicht picken bleibt danach. So, jetzt sind meine Hände schon wieder ein bisschen feuchter, dann kann ich es besser machen. Ich zeige euch jetzt mal das Prinzip von einem gefüllten Knödel. Da brauche ich natürlich mehr Teig, weil der Knödel wird viel größer. Und mache eine Einbuchtung. Ich nehme jetzt mal das Fertige, ja, damit ihr nur das Prinzip seht. So klein ist keine Zwetschge. Also nehme ich eine zweite dazu. Und dann schließe ich das von der Mitte oben. Vorsichtig, es darf keinen Riss haben. Und dann rolle ich das Ganze noch wirklich rund. Es muss wirklich überall zu sein, denn wenn es einen Haarriss hat, dann wird da die Fruchtflüssigkeit auslaufen und der Knödel wird zerstört werden. So, jetzt mache ich aber kleine Knödelchen, haben wir gesagt. Wie das so ist, ne? Ich mache erstmal einen Probeknödel. Ob der auch hält, würde ich immer machen. Gerade wenn man so Freestyle macht wie ich, ist das wichtig, um vielleicht nachzujustieren. Und dann in siedendes Wasser hineingeben. Und nochmal kleine Teigsachen nehmen. Unten die Hand halte ich, wie ihr seht, eigentlich still. Und mit oben mache ich in kreisförmigen Bewegungen. Und das kann ich auf der anderen Seite auch machen. Und das kann ich dann auch gegeneinander machen, damit ich wirklich eine runde Form bekomme. Also man sollte natürlich eigentlich warten, bis der Probeknödel fertig ist, bevor man hier wild zum Wurzeln anfängt. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich alles nehmen muss, was da jetzt liegt und wieder zusammenkloppen muss, weil ich so ungeduldig bin. Aber ich möchte euch hier das Prinzip zeigen. Woran man merkt, dass Knödel sehr weich sind, ist auch, wenn ich sie so raufgebe, dass sie ein bisschen zusammensinken. Ja? So die Grätsche machen ein bisschen, also abgeflacht sind durch die Schwerkraft. Das heißt, bevor ich sie jetzt wieder reingebe, tue ich sie wieder ganz rund machen. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass durch das Ei im Teig werden diese Knödelchen sowieso noch größer werden im Topf. Und ihr seht, aus dieser Masse von 3/4 Kilo Topfen kriege ich ganz schön viele Knödelchen raus. Man kann die auch einfrieren. Wie kann man sie jetzt regenerieren, wenn ich sie jetzt fertig gesotten habe sozusagen und ihr merkt, ihr habt einfach viel zu viele gemacht und da bleiben jetzt welche übrig, dann würde ich am nächsten Tag sie im Wasserbad wieder erwärmen. Nicht in der Pfanne, nicht im Wasser, weil dann ziehen sie sich nur mit Wasser dazu und dann werden sie so matschig und grauslich. Ich würde sie wirklich dann ein bisschen Wasser in einen Topf geben, ein Sieb reinhängen, die Knödelchen da reinhängen und wichtig, einen gut schließenden Deckel drauf und dann einfach im heißen Wasserdampf diese Knödelchen dann ein paar Minuten heiß werden lassen und dann vielleicht nochmal in diesen Bröseln rollen, nass, damit sie auch kleben, wie ich hier jetzt schon vorbereitet habe. Ja, wie lange ziehe ich diese Knödel im Wasser? Je nach Größe zwischen 15 und 25 Minuten. Ziehen, ne? Nicht kochen, gerade wenn die Knödelchen fragil sind und also so wie dieser Teig, der noch so ein bisschen pappt und wirklich fragil ist, dann nicht sprudeln kochen, weil sonst können dieser aggressive Kochvorgang dann die Knödelchen zerstören. Also so ganz kurz unterm Kochen vom Blubbern, ja, so leicht soll es blubbern. Das reicht mir jetzt mal, ihr habt das Prinzip verstanden. Und jetzt holen wir mal unseren Probeknödel raus. Das Gute am Kochen ist, so viel Hände waschen wie beim Kochen ist selten im Leben. Schaut mal, seht ihr, ist ein bisschen aufgegangen. Oh, ich würde mal sagen, perfekt. Und jetzt gebe ich ihm noch nass in diese Brösel-Zucker-Nuss-Mischung. Und dann können wir ihn schon anrichten. Ich zeige euch das mal, weil sonst dauert das jetzt zu lang, bis ich die anderen reingegeben habe. Den Knödel, den setze ich ihn so drauf und dann kriegt er noch ein weißes Mützchen. Und was ich euch nicht vorenthalten möchte und ich bin auch neugierig, wie schmeckt er denn? Wie schaut er aus? Wie ist die Konsistenz? Oh, so sieht er aus. Ja, ich sehe schon, es ist fluffig. Mm. Mm. Ich möchte mich nicht selber loben, werde ich ganz nervös, aber dieser Knödel ist perfekt und das könnt ihr auch, ich bin sicher. Also probiert es mal, eure Sarah.